Lyon wäre nicht Lyon ohne seinen Stadtberg, den Mont Fourvière. Der grüne Hügel erhebt sich gleich westlich der Altstadt von Lyon, direkt vom Ufer der Saône. Am Mont Fourvière errichteten die Römer im Jahr 43 vor Christus im damaligen Gallien ihr Lager Lugdunum, aus dem sich die Stadt Lyon über die folgenden Jahrhunderte entwickelte. Die über 2000 Jahre alten Ruinen aus dieser Zeit sind an der Südseite des Hügels noch heute zu bestaunen. Das ehemalige römische Theater, welches auf das 2. Jahrhundert zurückgeht, fungiert heute als gallo-römisches Museum und sommerlicher Veranstaltungsort für Opern und Konzerte. Mit der Seilbahn geht es zur Basilika Notre-Dame de Fourvière. Diese Kirche ist eine der schönsten Frankreichs. Der Blick auf die Stadt und das Umland ist atemberaubend. Lyon bietet vielfältige kulturelle Angebote. Es beherbergt neben Theatern, Opern und einem Nationalorchester über 30 Museen. Lyon ist die Heimat von Guignol, dem französischen Kasper, und Hauptstadt des französischen Marionettentheaters. Lyon ist Geburtsstätte des Kinos der Brüder Lumière. Auguste und Louis Lumière lebten in Lyon und führten zahlreiche Neuerungen auf dem Gebiet der Fotografie ein. Die wichtigste war die Erfindung der Autochromplatte 1903. Mit ihr konnten zum ersten Mal Momentaufnahmen in Farbe hergestellt werden. 1907 begannen sie in der väterlichen Fabrik für fotografische Geräte mit der kommerziellen Produktion. 1913 wurden täglich 6000 Platten hergestellt. Weltberühmt wurden sie aber mit der Erfindung des ersten brauchbaren Kinematographen 1894. Am 28. Dezember 1895 organisierten sie die erste öffentliche Filmvorführung vor zahlendem Publikum. Heute ist in der Villa der Gebrüder Lumière ein Museum untergebracht.